Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns wieder auf Friedensreise geschickt hast, um deinen Auftrag zu erfüllen. Wir danken auch allen, die jetzt deinen Auftrag, die Durchführung deines Auftrages mit unterstützen, mit unterstützt haben, die jetzt dabei sind, die jetzt mitbeten. Herzlichen Dank auch an alle. Vater, du hast heute Morgen schon 3 Meditationen an einem Ort stattfinden lassen, die schon sehr gehaltvoll waren. Und der Geist, ich will nicht sagen, dass er ermüdet ist, aber es war so anspruchsvoll, dass es schon einiges gefordert hat. Ich bitte dich jetzt, mir alles das nochmal zu zeigen und in Erinnerung zu rufen, was du mir gezeigt hast und was du mir schon gesagt hast. Es waren hauptsächlich Bilder und Worte, die ich gehört habe. Und du hattest mich gebeten, diese Bilder und Worte als Erklärung jetzt hier an diesem Ort nochmal zu sprechen. Ja, das erste Bild, der erste Ort, wo wir heute Morgen waren, war der Ypané-Fluss. Ein Fluss, der schon eine gute Größe hatte, eine Breite. Und du sagtest, dieser Fluss steht für den menschlichen Willen. Und man sah diesen Fluss, wie er sehr behäbig an uns vorbeifloss. Das Wasser war, man könnte sagen, es war schmutzig, aber es strömte relativ schnell und man konnte aber bei genauem Hinsehen erkennen, dass es ja eine Form von Schmutz war, der aufgewirbelt wird, wenn man etwas hineinwirft. Und das geht jetzt schon in eure Richtung, ihr Wesenheiten, die ihr jetzt zuhört, die ihr immer wieder Dinge in diesen Fluss des menschlichen Willens hineinschmeißt, um Staub aufzuwirbeln, um Schmutz aufzuwirbeln, um die Sicht zu versperren auf das Eigentliche, auf das klare Wasser, was dieser Fluss eigentlich hat, wenn eben dieser Schmutz nicht aufgewirbelt wird. Und dieser Wille, der für den menschlichen Willen steht, wie er durch die Sicht, durch dieses schmutzige Wasser in seiner Sicht getrübt ist, und wie er sich quasi, so sah es aus, windet. Das Wort meandern kann man gar nicht verwenden, weil es wirklich ein Winden ist, als wenn dieser Fluss diesen anderen Fluss, an dem wir uns jetzt gerade befinden, an dem Rio Paraguay, dort, wo der Ypané-Fluss mündet, so wie der menschliche Wille im göttlichen Willen mündet, wie er sich dort ergießen soll. So konnten wir sehen, welche Auswirkungen eure Handlungen haben, wie der Fluss uns das gezeigt hat, durch seine Windungen, wie er sich fast gewehrt hat, ja gerade durchzufließen in den göttlichen Willen. Aber, und das wisst ihr auch alle, es nützt gar nichts, weil schlussendlich mündet der Ypané-Fluss in den Rio Paraguay. Der menschliche Wille ergießt sich in den göttlichen Willen, auch wenn der Weg lang ist und kurvenreich und immer wieder torpediert durch eure Handlungen, durch eure Maßnahmen. Das zweite Bild war die Brücke, die man jetzt im Hintergrund sieht. Die Brücke, die den Rio Paraguay überspannt. Und es ist so, das Bild, was sich zeigt, es sieht aus, als wenn wir auf deiner Seite blicken können, Vater, so wie du es siehst. Deine Hand, die sich in Form der Brücke rüberreicht auf die andere Seite, auf die Menschenseite, die jetzt im Moment karg aussieht,
etwas dunkel, aber die Hand hat sich genau wie die Brücke fest verankert mit diesem Teil. Es ist nicht voneinander zu trennen. Die Menschenseite ist verbunden mit deiner Seite und deine Seite ist verbunden mit der Menschenseite. Und darunter fließt dein göttlicher Wille, als wenn er alles tragen würde, so wie dieser Fluss im Hintergrund, der Rio Paraguay. Vater, du hast heute Morgen das Wort, was wirklich, als wenn es an den Himmel geschrieben war und was auch immer wieder zu hören war, was da lautete: Empörung. Wirklich diese Empörung, die wie ein Donnerhall zu hören war und überall durchging, durch das Himmelsreich, durch die Menschenseelen, durch die Seelen, durch den Menschen, durch die Herzen, überall ging es durch, dieses Wort Empörung. Die Empörung, die Entrüstung darüber, welch menschenverachtende moralische Entgleisung ihr Wesenheiten seit Jahren, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden über die Menschen gebracht habt. Und dann war im Gegenzug ein silbernes Tablett zu sehen. Ein großes silbernes Tablett. Es war kreisrund und es wurde gehalten von einer Hand. Einer Hand, die Gottes Hand, die Jesus Christus Hand war. Es war ein leuchtendes, silbernes, wie gesagt, kreisrundes Tablett. Und es hatte einen Rand, damit alles das, was jetzt auf dieses Silbertablett gestellt wird, nicht mehr runterrutschen kann. Es ist geschützt. Und es schien, als wenn das Tablett im Zenit steht. Und interessanterweise, gerade als wir mit dieser Meditation begonnen haben, habe ich auf die Uhr vom Niklas geschaut und sah, es ist 12 Uhr. Es steht im Zenit. Es stand im vollen Licht. Im vollen Licht der Sonne, im vollen Licht von dir, Vater im Himmel. Und das Licht scheint auf dieses Tablett und alles, was dort jetzt draufgestellt wird, nämlich die ganzen Wahrheiten, die werden jetzt sichtbar, auch wenn es jetzt zu Beginn noch etwas leer erscheint. Aber es sind schon Dinge sichtbar und das sind Dinge, die eine Größe haben und es füllt sich mit jedem Tag mehr. Und die Menschen, die Seelen gehen um das Tablett herum und schauen, was sie da zu sehen bekommen. Nämlich keine Lügen, sondern die Wahrheiten, die so lange unter dem Teppich gehalten worden sind. Die Seelen und die Menschen gehen um das Tablett. Und die Hand, die es hält, ist nicht hinderlich. Sie können einfach drum herumlaufen. Ganz im Gegenteil. Die Hand ist die Kraft, die alles hält, die dieses Tablett in der Waage hält. Dieses Tablett mit dem Rand, wo ohnehin nichts runterrutschen kann. Es gibt kein Rütteln mehr und kein Wackeln mehr. Es kann nichts mehr runterfallen. Es bleibt nur noch die Wahrheit auf diesem silbernen Tablett stehen. Und die Menschen sind entrüstet und die Seelen sind entrüstet. Entrüstet darüber, was sie sehen, was man ihnen, was ihr ihnen vorgemacht habt, welche Lügen ihr ihnen aufgetischt habt, was ihr ihnen vorenthalten habt, wie ihr sie hinter das Licht geführt habt. Aber es sei euch gesagt, hinter dem Licht ist auch beim Licht. Das heißt, die Schatten, die jeder wirft, jeder Mensch, der seinen Rucksack dabei hat, der gefüllt ist mit seinen Lasten, ist nichts im Vergleich zu den Schatten, die ihr werft,
mit euren Lasten, die in keinen Rucksack mehr reinpassen. Und die Schatten sind ewig lang, kein Vergleich zu den Schatten der Seelen, die jetzt auch schon fleißig dabei sind, ihre Schattenseiten abzuarbeiten. Und diese Schatten werden sich irgendwann im Licht ergießen, sodass sie nicht mehr sichtbar sind. Aber eure Schatten, die sind sichtbar und die bleiben sichtbar, so lange, bis ihr alles abgearbeitet habt, bis ihr alles abgetragen habt oder jetzt in dieser Gnadenstunde ihr zuhört und erkennt, dass es jetzt ein Zeitpunkt ist zur Umkehr, so wie euch schon oft dieser Zeitpunkt gegeben wurde. Und es sind alle Seelen jetzt hier, die zuhören und schauen, genau wie ihr euch verhaltet, was ihr macht. Und es sind auch die Hilfen da, die ihr braucht. Jesus Christus, die Engel, die euch helfen. Jesus Christus, der euch seine Hand entgegenstreckt. Ihr müsst sie nur ergreifen. Es ist eure einzige Chance, diesen langen Schatten abzuarbeiten. Ihr Wesenheiten, die ihr so viel Elend über die Menschen gebracht habt, so viel Leid und es immer noch tut, mit all den Plänen, die jetzt in den Schubladen liegen, alles das, was ihr noch umsetzen wollt. Ihr seid aufgefordert, jeder einzelne von euch in seinem, ich hätte fast das Wort Fachbereich gesagt, aber das trifft es nicht, in eurer Verantwortung, alles das, was ihr geplant habt, ihr seid verantwortlich, jetzt damit aufzuhören. Und nicht nur ihr, sondern auch eure Handlanger, alle, die inkarniert sind, sind aufgefordert, jetzt mit euren Handlungen und den Taten aufzuhören. Insbesondere alles, was geplant ist hinsichtlich Krieg, dieser Krieg in Israel und Palästina, wo jetzt wieder so viel Leid entsteht, der Krieg in der Ukraine mit Russland und all die anderen Kriegsorte auf der Welt, wo großes Leid passiert. Seht zu, dass ihr das jetzt zu Ende führt, dass das nicht weiter forciert wird mit all den Dingen, die ihr noch geplant habt. Die Wesenheiten, die sich die neuen Technologien ausdenken in Richtung Biowaffen, nachdem sie über Corona, über die Impfungen einen riesengroßen, menschenverachtenden Feldzug für einen Versuch gestartet haben, wie solche Biowaffen flächendeckend zu nutzen wären. Aber auch die Wesenheiten werden aufgerufen, sofort zu stoppen, die nach wie vor immer noch die Nahrung vergiften, die Natur vergiften, die einfach verächtlich mit den Tieren umgehen und ihnen nicht das zugestehen, was Gott für sie vorgesehen hat. Es ist eine endlose Kette. Es sind die Kinder. Es sind die Kinder, denen ihr Leid antut, weil ihr sie von den Eltern entfernt. Schon in der Geburt oder während der Geburt, dass die Kinder nicht bei den Müttern bleiben können. Da, wo eine Verbindung entsteht, die eigentlich durch nichts zu durchtrennen ist, da trennt ihr schon das Kind von der Mutter, das Kind von den Eltern. Und so setzt es sich fort in den Misshandlungen und in ganz anderen schlimmen Dingen, die ich jetzt hier nicht weiter erläutern will. Aber jeder, der jetzt zuhört, vor allen Dingen ihr Wesenheiten, die dafür verantwortlich sind, ihr wisst, was gemeint ist. Hört auf damit. Ihr werdet alles abtragen müssen. Ihr werdet jedes einzelne Leid spüren müssen. Es wird ein langer, steiniger Weg sein. Erinnert euch an das Bild, an die Abrisskante des Wassers, wo sich das Meer quasi ins Bodenlose stürzte. Die aufgerissenen Augen der Seelen, die nicht wussten, was mit ihnen geschah. Genauso wird es euch auch ergehen. Ihr werdet stürzen.
in eine bodenlose Richtung, wo es kalt ist, wo es nass ist, wo es trüb ist, wo es grau ist und wo sich keiner wirklich aufhalten will. Jetzt ist die Gelegenheit für euch, umzukehren. Schaut selber auf das große silberne Tablett, was alle sehen können. Egal, es ist rund, egal wo man ist, wo man ist, von jeder Richtung aus ist es zu sehen. Schaut auf dieses Tablett, schaut, was da draufgestellt wird. Schaut, welche Wahrheiten sich da jetzt zeigen. Und schaut, was ihr an Lügen verbreitet habt. Und erkennt, dass die Wahrheit immer ans Licht kommt, so wie es die Worte ja auch schon sagen. Und dass ihr keinen mehr hinters Licht führen könnt. Und wir danken allen Menschen von ganzem Herzen, die mutig waren, diese Wahrheiten auszusprechen, die mutig sind, diese Wahrheiten auszusprechen, die vielleicht sogar ihr Leben verloren haben, weil sie an die Wahrheit geglaubt haben und weil sie diese Wahrheit ausgesprochen haben. All diesen Menschen gilt auch unser besonderer Dank. Und das Tablett füllt sich immer mehr mit Wahrheiten und es bröckelt das Lügenwerk und es wird sichtbar, wer dahinter steht. Und die Menschen fordern, die Seelen fordern, dass alles der Gerechtigkeit zugefügt wird, nach dem Prinzip Ursache und Wirkung. Alle die, die jetzt immer noch das Blendwerk bedienen, über die Mittel, die sie sich ausgedacht haben, die sie unter Deckmantel oder Deckmäntel verbergen wollen, die einen schönen farbigen Anstrich haben, aber wo darunter die Lüge herrscht, wie all die NGOs, Non-Government Organization oder Nichtregierungsorganisationen, die nicht dem Wohle der Menschheit dienen, die nicht die Absicht haben, den Menschen Gutes zu tun, so wie Gott es vorgesehen hat. Alle die dahinter stehen, auf der irdischen Ebene, und wir wissen genau, wer das ist, und sie sind jetzt alle angesprochen. Ihr werdet in die Verantwortung kommen. Ihr werdet die Verantwortung übernehmen müssen für das, was ihr dort den Menschen vorlügt. Und nicht nur vorlügt, was ihr ihnen an Leid antut, was ihr ihnen an Leid angetan habt. Alles das, was auch schon zuvor aufgezählt wurde und was bei weitem nicht alles beinhaltet, was ihr schon durchgeführt habt. Für alles das werdet ihr zur Rechenschaft gezogen werden. Und es wird durchschaut werden, wie die Zusammenhänge sind, wer dahinter steht, mit welcher Heuchelei und mit welcher Menschenverachtung sie ihre Programme, ihr eure Programme durchzieht und durchgezogen habt. Alles das wird jetzt sichtbar. Alles das wird auf das silberne Tablett gestellt werden. Von mutigen Menschen, von mutigen Menschen, von mutigen Seelen, die der Vater instruiert hat. Er, der den Menschen, den Seelen den Mut gibt, die Dinge auszusprechen, sodass sie auf dieses Tablett gestellt werden können, dass sie sichtbar werden. Und aber auch den Mut für diejenigen Seelen, die es vielleicht nicht ausgesprochen haben, aber die sich anschauen dürfen. Den Mut hinzuschauen und zu sagen, wir wollen nur noch dieses Tablett im Licht mit den Wahrheiten. Wir wollen keine Lügen mehr. Wir wollen keine Heuchelei mehr. Wir wollen die Wahrhaftigkeit, so wie Gott sie uns gelehrt hat. Wir erkennen Stück für Stück, wir sind auf dem Weg. Wir leben in der Zeit der Erkenntnis und es gibt keinen Weg mehr zurück. Amen.